Seite sagt mir, dass das nur ein Albtraum ist. Merkwürdig. Wieder taoistische Talismane des Schutzes an der ganzen Wand ausgebreitet. Also es ist offensichtlich zum Schutz vor bösen Geistern oder sowas. Also ist alles zugenagelt, also mit Holzbrettern. Sie kann nicht mal reinschauen. Bewegt sie auch ein bisschen, ist wie ein Geist da drin. Das ist ja geil. Das finde ich ja total geil. Da rechnest du nämlich nicht mit. Aber sie kann es selber nicht sehen, ja. Nicht, dass es gleich hier Haue gibt. Oder so. Mehr Geister? Nee. Na, mehr Schweinchen wären mir auch lieber. Die ist auch zugenagelt. Diese Schiebetür ist mit Maschen, Maschendraht, klar, mit Stacheldraht zugebunden. Vielleicht könnte ich es mit dem richtigen Werkzeug schneiden. Okay, was haben wir denn? Ich kann gerade. Na, das richtige Werkzeug wird kaum die Halskette sein. Vielleicht gibt es dadurch das richtige Werkzeug. Aber ich gucke erstmal weiter hier. Vielleicht gibt es ja nochmal einen Geist. I was talking to Y just now. Just now. Eben erst mit Y geredet. Was ist. Was zur Hölle? Ich sag einfach, was zur Hölle. Klingt für mich logisch. Was zur Hölle ist mit ihm passiert? Was in aller Welt? Was in aller Welt wäre wahrscheinlich richtig. Was in aller Welt ist, aber ist nicht mehr passiert. Ich gehe jetzt einfach mal rein. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass die Tür aufgeht. Okay, das ist das Klassenzimmer, in dem Bai vorher saß. Das ist sein Tisch. Da sind Schriftzüge drauf. Stärket eure, irgendwie so, stärket eure Flügel, eure Schwingen. Der Himmel ist das Ziel und das Limit halt, das Höchste. Was hat er, warum kratzt er denn so Sachen in seinen Tisch? He seems like a pretty nice guy. That's terrible. Ja, er kam mir wie ein netter Kerl vor. Das ist schrecklich. Announcement Flyer handed out by Instructor Bay. Okay, er hat also irgendwelche Ankündigungsflyer ausgeteilt. Add to drop. Gambling is prohibited. Irgendwas ist verboten. Gambling, was auch immer. This is the school's ban on all acts associated with gambling. Whoever caught gambling will be expelled. Gambling, gambling. Ich könnte jetzt eine Stunde noch hier Wikipedia und das Internet durchsuchen nach allem, was das hier heißt. Aber ich werde es nicht tun, das dauert einfach zu lange. Gambling, ich kenne das Wort auch, ich weiß auch, was das heißt, aber es fällt mir gerade nicht ein. Gambling, Gambling, ich hatte das schon mal. Ja gut. Gehen wir mal wieder raus hier. Ich hatte eigentlich auch gesagt, ich will gar nicht so viel mit Übersetzen hier Zeit verschwenden. Aber ich versuche es dann halt doch irgendwie immer verständlich zu machen. Is the ghost still here? Was haben wir denn hier? Moment, da bin ich ja gerade reingegangen. Dummerchen. Ich gehe wieder. Ja, ja, ist gut, tschüss. Ja gut. Also da brauchen wir ein Werkzeug für, haben wir gesagt. So,
heißt, wir gehen einfach mal weiter in die Richtung. Ich nehme an, es gibt hier auch diverse Sachen, die kann man vielleicht übersehen in dem Spiel, indem man halt hier und da vielleicht was nicht macht. Das müsste wieder eben gleicher Klassenraum sein, in dem wir eben waren. Diese Tür hier ist zu öffnen. Okay, das klingt wieder interessant hier. This used to be where I could clear my head. Das könnte ein Ort sein, wo ich meinen Kopf reinigen kann, oder wo ich meinen Kopf frei bekomme. Right now, however, it only gives me goosebumps. Genau jetzt. Wie auch immer. Es verschafft mir nur Gänsehaut. What's this? There are pliers in the sink. Is my head hurts and I look like hell. How did I die like that? Wie ist man so gestorben? Bin ich genauso in Gefahr? My dear, please tell me this is all but a nightmare. Weißes Reh. Bitte sag mir, dass das nur ein Albtraum ist. Oh Gott. Hui! Das hat mich jetzt überrascht. Kann ich das nochmal machen? Who was that? Wer war das? Okay, es gibt noch eine andere Ray. It's locked. I don't think anyone's inside. The door is all covered in stains. Is it mold? Mold. Ah, yeah, demolded in Resident Evil 7. Ja, ja. Aber was auch immer. Stains. Ist also irgendwas bedeckt diese Tür. Vielleicht Schimmel oder Fäulnis. Das ist disgusting, das ist widerlich. Wie ist das so ekelhaft geworden? Ein verrottender oder nach Verrottung stinkender. Irgendwas stinkt da halt verrottet. Ich möchte das nicht öffnen. Vielleicht öffnet es sich selbst gleich. Schmelz, Stains in the sink. Okay, im Waschbecken sind auch dunkle, rote Stains, also irgendwelche Spuren. Something jammed in the pipe. Irgendwas ist da in der Leitung. And die in place like this. Die. Ah ja, die. Also ein Würfel. This stain reminds me of blood. Also das erinnert mich an Rost, diese Stain, ja, diese... Ich weiß es nicht genau, so eine Art Rost oder sowas, diese Schicht, ne? Ich kann nicht in der Nähe bleiben. So verstehe ich das. Wie gesagt. Ich übersetze euch immer nur das, was ich verstehe. Oh. Ich gehe weg von dir. Aber ich kann auch nicht. Was ist da? A pile of wood is blocking the way. Okay, ein Haufen Holz blockiert den Weg. Es scheinen Teile von kaputten Tischen und Stühlen aus den Klassenräumen zu sein. Ich geh da rein. Oh, da war ich ja eben. Hilft mir jetzt leider nicht weiter. Also ich muss irgendwie an Tantchen vorbeikommen, wa? Aha. Also ich nehme an, die ist jetzt da draußen.
wenn ich hier rausgehe, bin ich an ihr vorbei, oder? Ich laufe ihr direkt in die Arme, es kann alles passieren. You are on your own now. Du bist jetzt ganz allein auf dich gestellt. Wer hat das geschrieben? Irgendein kranker Mensch. Okay, also ich hoffe jetzt einfach mal, wenn ich aus dieser Tür jetzt rausgehe, dann bin ich an dem Tantchen vorbeigelaufen schon. Ja, ja. Weint. Wir probieren jetzt mal die Zange. Let me cut this. Okay. Ja, lass mal reingehen. Boah, das Spiel ist richtig gut, meine lieben Leute. Hätte ich nicht gedacht. Health Center. Da? Das wäre super. Da kann man wieder speichern. Was ist denn das? Item received. Food offering. Oh, was zu essen? Food offering, das hat doch eigentlich so eine Opfergabe in Form von was zu essen. Food offering. Moment. Food offering for the dead. Okay. Also dient das wahrscheinlich als Ablenkung für diese Kreaturen da. Wir haben ja am Anfang auch gesehen, die erste, der wir begegnet sind, hat ja da auch irgendwas am Boden gegessen. Several documents on the desk. Einige Dokumente auf dem Tisch. Added to journal. Patienten. Boah. Patienten. Oh, so sieht man es. Ich drehe mich immer falsch, ne? Ich habe mich ja vorher immer falsch gedreht. So muss ich mich drehen, dann sieht man ein kleines bisschen die Halloween-Deko, die ich im Gesicht habe, ja. Extra für den heutigen Stream, den bis jetzt leider kein einziger Mensch anschaut. Aber naja. Egal. Diagnostic Reports from the Health Center, also aus dem Gesundheitsbereich, Berichte. How can students be injured so severely like this? Severally weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall lautet die Frage irgendwas in Richtung wie können Schüler so verletzt sein? Verletzt im Sinne von körperlich verletzt, scheinbar. Oder so ähnlich, several. Ich denke mal ähnlich, oder auf ähnliche Weise verletzt. Datum 20. April. Name Huang Mingchung. Alter 17, männlich. Conditions, right arm comminuted, was auch immer das heißt. Also es ist auf jeden Fall irgendwas mit dem rechten Arm. Right arm comminuted fracture, left wrist bone fracture. Okay, also der rechte Arm hat irgendwie eine Fraktur, also einen leichten Bruch. Left wrist bone fracture. Da würde ich jetzt sagen, da ist eine Rippe gebrochen oder angebrochen. Die linke Seite. So. War das jetzt der einzige Bericht da, oder wie? Okay. Ach so, kann ich auch blättern. Ist ja gut zu wissen. Okay, also offensichtlich wurden da Schüler verletzt. Oh, Moment. What? Das erinnert mich ein bisschen an diese Symbole, die da draußen vorher an dem Schloss waren. A Snell chart for an eye examination. Also Sehtest, für einen Sehtest wird das genommen. The lightbox can be lit, if I remember correctly. Okay, was kann sie mit der Lightbox machen? Kann man da was machen? Ah! Kann erleuchtet werden. Und nun? Fucking key! There's shadow in the corner. Ein Schatten in der Ecke. Pull the board up? Yes. Ich werde es nach oben schieben. Und da ist ein Schlüssel. Medically supplied. Okay, da gibt es dann also medizinische Vorräte. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön gemacht, das Spiel.
Was? Was? Möchten Sie was sagen? Ich werde speichern. Ja, ja. Ja, ja. Ich speichere. Das ist sehr wichtig. Speichern. Ich glaube schon. Ich hoffe, die Dinger werden jetzt in regelmäßigen und nicht allzu großen Abständen auftauchen. Ich bin von rechts reingelaufen, glaube ich, ne? Geh mal dahin. The door is locked from the other side. Von der anderen Seite verschlossen. Okay. Dann wird das der Schlüssel sein, den ich gerade gefunden habe, um da wieder aufzuschließen. Möglicherweise. Naja, ich gehe dann mal da lang. Wo bin ich? Nee, warte mal, ich muss glaube ich schon wieder dahin. Die werden im Health Center also aufgenommen, diese Food Offerings. Ich weiß nicht, ob das nur im Health Center passiert. Put down the offering and revere the lingered. Then hold your breath and do not linger. Okay. Also kein Geräusch machen. Hinstellen zum Futtern und dann kann ich, so wie ich das verstehe, vielleicht dann zu dieser Tür. Schauen wir mal. Moment. Okay. Bitteschön. Ne? Ne, ich hab doch einen Schlüssel. Moment. Ich hab nur den falschen Kopf. Sehr schön. Oh, the fuck, what is this? Wieder so ein Spiegel. Oh, da kommt ein scharfer Geruch aus der Metallkiste. Farbverdünner? Only a few miscellaneous items. Ein paar Gegenstände, wahrscheinlich eher unwichtig. So wie das jetzt sich anhörte vom Vorlesen, ja. Unlocking the door. I can get in now. Okay. Ja, jetzt bin ich natürlich wieder. Okay, tauchen immer wieder neue auf. Die Frage ist jetzt, was mache ich jetzt weiters hier? Ich speichere erstmal. Speichern. Essentiell in solchen Spielen, ne, wissen wir Bescheid. Ne? Survival Horror, ja, wenn es hier auch nicht unbedingt darum geht, mit Waffengewalt zu überleben, aber wir müssen ja hier viel schleichen und wir brauchen statt Munition eben diese Essensgaben da. Ja, gehen wir schön weiter. Also, ich vermute mal, hier oben bin ich jetzt überall durch. Vielleicht ist hier in diesem Schiebetürenschrank noch was. Nö. Dann tschüss. Ja, also vermutlich muss ich jetzt wieder nach unten. Als nächstes zu tun.
müssen ja in den dritten Stock eigentlich, haben wir festgestellt, ne? Soll ich das jetzt mal hier probieren? Ich mach das mal. Im schlimmsten Fall funktioniert es halt nicht, aber es... Wow. Aber es funktioniert. Jetzt sind wir im dritten. Okay, wir kommen hier rein. Sitting in the middle of the class. It evokes a sense of solitude. Okay, also ein einzelner Stuhl mit einem, oder ein einzelner Tisch mit einem Stuhl in der Mitte des Raumes. Wisst ihr, was ich google das jetzt? Solitude. Einsamkeit. Ja, okay, macht Sinn. Jetzt google ich noch dieses Literwort evoke. Erzeugt wahrscheinlich. Hervorruf, es ruft eine Sense, eine Sense, ne? Ihr wisst ja, was Sense heißt. Also. So ein bisschen das Gefühl von Einsamkeit ruft das Ganze hier hervor. Das sind irgendwelche Engraved, ich gehe jetzt aber nicht gleich wieder zu Google. Also auf jeden Fall sind da Markierungen auf dem Tisch. Engraved, sehen wir vielleicht, was das heißt, wenn wir uns die Dinge angucken. Es scheinen Worte und Symbole zu sein. Aber ich kann sie jetzt nicht lesen. Da wäre vielleicht der richtige Moment für unseren Verdünner. Okay. Irgendwas anderes bei uns, was uns... Nein. Ich denke mal, da müssen wir irgendwas finden zum Kratzen.